Ich bin Uwe, das ist Fly, 4 Jahre alte Neufundländerhündin. Unser gemeinsames Hobby ist die Wasserarbeit. Wasserarbeit bedeutet, wir retten Menschen, wir ziehen Boote an Land, Surfbretter, solche Dinge. Allerdings alles rein auf Wettkampfbasis in einem Sportverein. Im Gegensatz zum Rettungshund ist es da so, dass der Hund das selbstständig macht. Wir steuern ihn auf die Entfernung und beim Rettungshund geht halt der Rettungsschwimmer rein und rettet und der Hund ist im Prinzip nur der Antrieb. Wir haben letztes Jahr bei Top Dog ja schon teilgenommen. Das ist für einen Hund mit diesen Maßen nicht so einfach, aber Fly macht das gut. 50 Kilo, ey. Den Buzzer zu drücken war phänomenal. Wir waren einfach nur happy. Zur Vorbereitung haben wir uns im Garten einen eigenen Parcours aufgebaut. Mit Hürden, mit Wackelbrücke, mit Slalomstangen, mit allen möglichen Dingen. Nicht nur im Wasser machen wir eine gute Figur. Diesmal rocken wir den Parcours und ziehen ins Finale ein. Verlasst euch drauf. Na, vielleicht. Und das, was er hier gerade macht, dieses Beißen, das kommt aus der Wasserrettung. Nur, dass sie da nicht irritiert sind zu Hause. Aber wir erzählen noch ein bisschen mehr, während die beiden im Parcours sind. Viel Spaß, Uwe und Fly. Und Schluss. Fly, und nimm Arm. Komm her. Nimm Arm. Und komm. Und komm her. Und ab. So, Urlaub. Neufundländer Schulterhöhe 70 Zentimeter. Ich glaube, jetzt ist das Bällebad leer, glaube ich. Ja. So, jetzt wie eine Fräse, wie so ein Schneeflug. Ja. Weg da. Schön. Superfly. Hier, komm. So, das wirkt natürlich etwas tapsig. Es gab auch Menschen hier in der Produktion, die gesagt haben, warum macht denn Braunbär mit? Nein, das ist ein Hund. Schön und sauber. Eigentlich einmal mit der Zunge drüber. Nee, nicht da oben, da, bei den Zahlen, Fly. Fly, der will alles mitnehmen. Fein, was sauber. Auch da diese typische Hundesprache. Guck mal, ist weg. Schon weg. Ja. Das ist natürlich ein Vorteil mit so einem Lappen. Häufiger angesprochen in dieser zweiten Staffel. Man ertappt sich da selbst bei dieses Fein. Ja. Es ist so ein bisschen diese Babysprache, in die man immer wieder verfällt. Langsam. Aber einfach, um zu zeigen, das ist ein Lob für das Tier. Fly, einfach auch ein sehr schönes Tier, muss man sagen. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, der könnte das Hangel-Mikado auch zerstören, das wenn der da einfach gegenläuft. Hangel-Mikado war Ninja. Habe ich Hangel-Mikado gesagt? Hunde-Mikado. Ist aber auch ein bisschen, wenn der hier bei RTL alles machen muss. Ja, das stimmt. Also das ist perfekt. Guck mal, das ist fast perfekt. Guck mal. Ein paar bleiben trotzdem stehen. So, jetzt schickt dann zurück, läuft wieder vor, der Hund folgt. Erwischt er alle Pins? Ah, da wieder einen verpasst? Ja, komm, einmal noch. Ja, den super. Hat er. Und jetzt noch einmal drehen. Also das war schon sehr, sehr gut bis hierhin, dass da einer stehen bleibt. Das ist halt so. Und soll ich dir was sagen? Super. Man ertappt das immer wieder bei Herrchen und Frauchen. Die sind hektischer als die Hunde, ja? Weil sie das besonders gut machen wollen. Und eigentlich sagt man ja immer, möglichst ruhig bleiben. Aber ist doch klar, das ist auch ein Wettbewerb. Ja, schon sauber. Und sie wollen den Hund anspornen. Und nochmal, auch hier bei Fly merkt man, ohne jede Aufgeregtheit, hat Spaß und dapst so, da lang. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil, nämlich der Wasserrettung. Zack! Oh, das war's mit dem Mikro. Und zack hinterher. Auch, ja, wunderbar, und super. Und Achtung, Bestzeit in Gefahr. Die steht bei 2:23,80 von Marco und Flash. Und die knacken wir. Super!